So, also unser heutiges Workout ist wieder ein ganz schön hartes Workout. Es ist wirklich eine atemberaubende Kombination aus Kraft und Ausdauer. Und es ist ein Workout von Jens. Aber ich muss wieder mal zugeben, dass ich das Workout für mich ein bisschen abwandeln musste, damit ich überhaupt in der Lage bin, es zu machen. Aber die ganz Harten unter euch oder gerade die Jungs, die können natürlich die härtere Variante machen. Ich sage mal nicht, dass es unmöglich wäre für mich. Also ich könnte es vielleicht sogar irgendwann schaffen, aber wahrscheinlich würde das 1 oder 2 Stunden dauern und dann ist das Ganze auch nicht mehr effektiv und macht dann nicht mehr ganz so viel Sinn. Ja, wie gesagt, es ist ein ziemlich hartes Workout. Ich glaube, ich hatte fast eine Woche Muskelkater nach diesem Workout. Also plant es mit ein, dass ihr vielleicht am nächsten Tag nichts Hartes machen könnt. Und zwar, das Workout, da stoppen wir die Zeit und versucht aber natürlich gerade die Kraftübung sauber auszuführen. So, es fängt mit Seilspringen an, 100 Wiederholungen. Und es ist jedem selber überlassen, wie ihr springen wollt. Also wenn man es wirklich auf die Spitze treiben möchte, kann man natürlich High Knees machen. Für mich ist das noch nicht möglich bei dem Workout, da noch High Knees zu machen, weil ich am Ende sowieso schon fix und fertig bin. Dann mache ich und die meisten anderen wahrscheinlich, ja jetzt lacht er da schon wieder, 50 Sit-Ups und die ganz Harten machen 100. So, dann machen wir 50 Squats, die ganz Harten 100. Dann springen wir wieder Seil, 200 Sprünge. Dann kommen 50 Liegestütze. Und ich muss euch sagen, diese 50 Liegestütze, die haben mich wirklich fertig gemacht. Ich habe so gekämpft, also ich war wirklich, mir fehlen da die Worte dafür, was ich war. Ich war wirklich fix und fertig, ich war so kaputt. Er lacht sich da einen ab hinter der Kamera, wisst ihr warum? Er hat nämlich wieder 100 gemacht, also die ganz harten 100 bitte. Und jetzt kommt es noch ganz dicke, das war ja noch nicht alles. Dann kommen nochmal 50 Wiederholungen von Trizeps-Push-Ups. Das sind die ganz engen, wo ihr wirklich die Arme am Körper habt. Aber wir machen nicht die normalen, sondern die Pulses. Also so, dass ihr wirklich nur so kleinere wippende Bewegungen macht. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Und nicht ganz hoch und runter geht. Und selbst das, also da habe ich auch wieder 50 gemacht. Ja, er lacht schon wieder. Er hat 100 gemacht. Und danach ging eigentlich gar nichts mehr. Also ich konnte nicht mal mehr meine Wasserflasche halten, um etwas zu trinken. Und das soll jetzt echt was heißen. Und das war jetzt immer noch nicht alles. Danach schaffe ich wieder Seilspringen und zwar 300 Mal. Und dann ist das Workout geschafft. So, jetzt zeige ich euch ganz kurz noch die Trizep-Pulses, die wir machen. Und zwar, so, also. Ihr geht jetzt runter und die Arme sind, wie man sieht, ganz eng am Körper. Und jetzt fängt es an. Also, man sieht, es ist wirklich unheimlich hart. Ich habe es auch nicht geschafft, alle 50 am Stück zu machen. Versucht wenigstens 10 oder ja, je nachdem, wie viele ihr schafft. Achtet darauf, dass die Arme wirklich schön eng am Körper sind. Das macht das Ganze noch ein bisschen einfacher, spannt den Bauch schön an und ja, gebt einfach alles. So, und ich hoffe, ich überlebe das Workout heute wieder, denn es ist heute auch wieder mal ganz schön heiß. Aber ja, ich gebe alles und ich hoffe, ich schaffe es. Ja, lach mich ruhig aus die ganze Zeit. Ist halt nicht jeder so stark wie du. Aber ich bin da dran. Yeah.
jetzt Liegestütze. Und jetzt die Trizepsmonster. Meine Arme sind taub, ich spüre sie nicht mehr. Aua. Ich komme nicht mal hoch. Das hat wahrscheinlich gerade ein ganz schön erbärmliches Bild abgegeben. Ja, danke. So, also Workout ist geschafft. Ich sag euch, das war sowas von hart. Ich hatte die Hoffnung, dass es mir heute ein bisschen leichter fällt. Aber ich kann euch sagen, bei den Liegestützen habe ich genauso gekämpft wie beim letzten Mal. Also es ist wirklich Wahnsinn. Man hat das Gefühl, die Arme faulen einem ab. Es ist sowas von hart. Aber gebt nicht auf, es ist möglich, es zu schaffen. Und ja, ich bin sogar noch unheimlich froh. Ich habe heute meine Zeit vom letzten Mal geschafft. Und ja, ich verrate sie euch auf meinem Blog, carolina.tv. Und vielleicht schafft ihr es ja sogar, meine Zeit zu schlagen. Und wie gesagt, die, für die das zu easy ist, sage ich mal, die machen die Wiederholung genauso, wie Jens sie gemacht hat. Und dann bin ich mir fertig, dass auch euch das Workout ziemlich schafft. Und ihr Ergebnisse fühlen und sehen werdet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.